so ein gewisser Illusionismus von Raum. Und also wie man es vielleicht in Computerspielen findet oder in Filmen. Ich habe in den frühen 80er Jahren begonnen mit kleinen Objekten, mit sehr einfachen Architekturmodellen, die in Karton gefertigt waren. Ich habe mich damals sehr stark interessiert für Filmarchitektur generell. Wobei der Schwerpunkt Filme aus den 20er Jahren waren. Also beispielsweise Filme wie Caligari oder Metropolis, also wo Architektur auch eine zentrale Rolle spielt, also ein ganz starker Aspekt in diesen Filmen, um sowas wie Emotion oder Expression zu erzeugen, ist die Architektur. Und es gab dann die Entwicklung, dass ich begonnen habe, eben computergenerierte Motive großflächig auf Wandflächen, auf Innenraumwandflächen zu applizieren. Also wo sozusagen eine Zeichenstruktur beginnt, die tatsächliche Architektur zu absorbieren oder zu verändern. Über die Jahre war es dann irgendwann auch möglich, dieses Bildmaterial in Bewegung zu versetzen, weil sich einerseits die Rechenleistung der Maschinen erhöht hat und weil auch die Programme komplexer geworden sind. Aber es war eigentlich immer dieser Aspekt, was ist der reale Raum und was ist eine Illusion von Raum. Und dieser Aspekt von einer Raumillusion spielt natürlich jetzt bei den Räumen, die mit Computern zu generieren sind, eine ganz zentrale Rolle. Also muss man sich irgendwie nur die großen Hollywood-Produktionen der letzten Jahre ansehen, um das verstehen zu wollen.